Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Dies hier ist das zweite von drei Videos rund um das Thema QRP-Sendeleistung. Dabei mache ich immer eine Stunde lang Betrieb und das in 10 Watt, in 5 Watt und mit nur einem Watt Sendeleistung. Ganz grundsätzlich handelt es sich dabei immer um PEP, also die Sendeleistung, die hinten am Funkgerät rauskommt. Heute beim zweiten Video zeige ich dir, was kann man denn erreichen mit nur 5 Watt Sendeleistung, nachdem wir uns im letzten Video ja angeschaut haben, was kann man mit 10 Watt Leistung erreichen. Viel Spaß! Wir wollen heute mal schauen, wie weit kommen wir denn mit 5 Watt Sendeleistung. Dazu sind wir hier wieder in WSJTX. Wir machen FD8 Betrieb, einfach weil wir da mit kleinen Sendeleistungen am effizientesten sind. Hier läuft der Grid Tracker mit, damit wir gleich sehen können, was wir alles so erreicht haben. Eine freie Frequenz habe ich mir schon gesucht und wir müssen jetzt nur noch am Funkgerät die Sendeleistung einmal einstellen. Dazu schalten wir hier einmal auf Enable. Gucken mal, dass wir hier noch da so letzte Maßnahmen ergreifen. Ja, und dann wird hier am Funkgerät eingestellt. Wir haben wieder den ICOM IC 7300, drehen jetzt die Sendeleistung langsam hoch, bis wir da oben am Tuner auf 5 Watt Sendeleistung sind. Das ist jetzt der Fall und dann machen wir jetzt ein klein wenig Betrieb und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich werde zwischendurch natürlich immer mal wieder auch schauen, dass ich hier da die Frequenz mal anders setze und um da ein besseres Ergebnis zu erreichen. Hier sehen wir schon, ist schon eine andere Station, die da jetzt auch anfängt zu gut zu rufen. Also da werden wir sehr wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen wechseln müssen. So, eine Stunde ist rum, eine Stunde mit 5 Watt auf dem 20 Meter Band und wir schauen mal, was wir so erreicht haben in dieser Stunde. Ich mache zunächst mal hier den Grid Tracker wieder groß, dass wir so ein bisschen was sehen. Ja, und wie ihr sehen könnt hier Europa, da geht alles ganz gemütlich. Alle Länder hier können wir erreichen. Klar, hier haben wir natürlich so ein bisschen tote Zone, da geht nichts. Das kann man hier auch dann ganz gut erkennen übrigens, ne, so um diesen, um meine Heimatlocation herum, wo so die tote Zone ungefähr liegt. Ansonsten hier, wenn wir hochgehen, Skandinavien, hier bis nach Russland rein, alles kein Problem. Sogar Gran Canaria hier runter, das sind immerhin schon mal 3000 Kilometer. Dann schauen wir mal, was so DX-mäßig los ist. Ich zoome mal so ein bisschen raus. Wir haben hier einerseits Zypern, dann haben wir hier so ein bisschen, geht es nach Kasachstan rein. Da wurden wir gehört mit minus 13, minus 18, das sind immerhin schon 4000 Kilometer. Hier tiefstes Russland, asiatischer Teil Russland, 5000 Kilometer gehört mit minus 16. Mal gucken mal, wo wir hier noch irgendwo, wurden wir da irgendwo gehört? Nein, hier nichts mehr. Gehen wir rüber nach Südamerika, hier ist auch nichts angekommen. Und hier haben wir so ein bisschen hier USA, Ostküste, Kanada, da einmal mit minus 21, hier Ostküste mit minus 11, immerhin. Hier ist es allerdings vielleicht, muss man einfach gucken, da oben haben wir noch Island,
mit minus 13. Das also hier so das weiteste, sicherlich so 5000 Kilometer, schätze ich mal, sind das hier. Hier nochmal gucken, genau, ja, 5700, also fast 6000 Kilometer schaffen wir hier ganz gemütlich, ohne groß uns anzustrengen. Ja, und wir schauen nochmal auf die Ausbeute im Log, da gucken wir auch mal gerade drauf. Das sind hier diese QSOs, die ich gemacht habe, es sind 2, 4, 6, 8, 10 Stück, elf Stück sogar gewesen. Ja, und wir sehen können, Portugal, Frankreich, Spanien, europäisches Russland, Polen, Italien, Ungarn, Kaliningrad, Ungarn, Italien, Portugal. Und das weiteste, was ich hier erreicht habe, war europäisches Russland, 2600 Kilometer. Roundabout 11 QSOs, ja, ganz ordentlich, ganz in Ordnung, denke ich mal, kann man durchaus so lassen. Das ist das, was ich geschafft habe mit 5 Watt hier in einer Stunde. Soweit mein Test zu dieser QRP-Sendeleistung. Zum Abschluss noch 3 Hinweise. Erstens die Antenne. Angeschlossen war hier ein 10 Meter 0815 RG58 Kabel an einem einfachen Dipol für das Band aufgehangen in 6 Meter Höhe. Ich weiß, dass das nicht optimal ist, aber ich wollte hier auch ganz bewusst nicht das maximal Mögliche zeigen, sondern eher das, was für viele Funkamateure die Realität ist, denn nicht jeder hat ja die Möglichkeit, direkt einen 20 Meter Mast mit 3 Element Kurzwellenbeam aufzubauen. Zweitens die Bandauswahl. Auch hier habe ich mich beschränkt eher auf 0815 Bänder und vermutlich wäre zum Beispiel bei sehr guten Bedingungen im 10-Meter-Band deutlich mehr los gewesen. Das Magic Band bietet ja da doch einiges, aber nicht immer herrschen dort gute Bedingungen und man kann auch nicht zu jeder Uhrzeit darauf zugreifen. Auch sieht es zum Beispiel bei der Betriebsamkeit so aus, dass man natürlich etwa im 17-Meter-Band deutlich weniger Betrieb und deutlich weniger Störungen durch andere gehabt hätte. Aber auch hier gibt es eben Funkamateure, die nicht auf alle Bänder Zugriff haben. Daher eben diese begrenzte Bandauswahl. Anders sieht es aus bei der Betriebsart. Hier habe ich mich ganz bewusst für FD8 entschieden, denn diese Möglichkeit steht ja auch jedem jederzeit offen. Jeder kann jederzeit FT8 machen. Wenn du andere Betriebsarten magst, was völlig okay ist, dann musst du bei CW beachten, dass hier nur Verbindungen dann zustande gekommen wären, die etwa bis minus 14 dB FT8 Report gegangen sind. Und bei SSB braucht man dann schon einen positiven FT8 Report, damit das Ganze dann auch in SSB zustande gekommen wäre. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und konnte so ein bisschen die Orientierung geben, was in den unterschiedlichen Sendeleistungen so möglich ist. Falls du die anderen Videos noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir natürlich am Ende. Gerne kannst du mir deine Meinung, deine Erfahrungen hier unten in die Kommentare hauen. Vergiss auch nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, falls dir das Video gefallen hat. Empfehle es gerne weiter, damit auch mehr Leute erfahren, dass man nicht unbedingt immer QRO machen muss. Und vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, falls du das noch nicht gemacht haben solltest, damit du eben über die kommenden Videos von mir auch informiert wirst. Zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.